Nachher. Nach einem unglaublich schlechten Opener, beziehungsweise der Pre-Show, kommen wir zum eigentlichen Opener und zur eigentlichen Show. Ich begrüße, keine Ahnung, wer ist jetzt da? Sub, Copa, beide? Jo. Beide, genau. Beide, okay. Dann, was lässt sich noch sagen? Big Man, seit Ryback, 4 Wochen stellt Mark sich Henry. Ja jetzt SmackDown die Frage, wer ist der bessere Big Man? Wird es Ryback? Ist es Mark Henry? Die Pick Your Poison Series ist 1-2-1 ausgegangen. Müssen sie es wohl in einem direkten Duell ausfechten. Genau, man hat gesehen, beide haben ein Match schon gewonnen. Vielleicht, wahrscheinlich werden sie auch auf jeden Fall auch in diesem Match ausgeglichen sein. Und eins klar, einem 1-on-1 wird definitiv gezeigt werden, wer der Bessere ist. Da kann noch keiner irgendwie eingreifen und das Konsequenzen hat oder kann keiner irgendeine Waffe nehmen oder sowas. Einfach nur jetzt die Power und die Skills hier rausholen. Der Opener hat die Leute nicht heiß gemacht. Oder einfach nur die pure Masse, wie es Mark Henry gerade macht. Ja, Mark Henry muss seine Masse rausholen. Mal schauen, ob es das Match schafft, die Leute ein wenig zu begeistern, nachdem sie gefühlt eingeschlafen sind nach dem Opener. Nächster Splash. Die Zuschauer sind alle eingeschlafen, bis die Sieger... Und weil wir schon dabei sind, nächster Splash. Wunderbar, Mark Henry. Ich glaube, Mark Henry will Ryback töten. Ja. Einfach abdrücken. Ja, genau. Am Ende sind alle Knochen im Körper von Ryback gebrochen. Spinebuster. Ja, schön beeindruckend, dass das Ryback kommt. Das wird doch keine Powerbomb gegen Mark Henry. Oh mein Gott. Was für eine Kraftdemonstration hier. Ist der Schwung wieder langsam? Ja Schwung klar. Ist langsam. Und wenn wir schon dabei sind, die nächste Powerbomb. Nochmal. Ja, noch. Natürlich. Die wollen sich Ryback hat letzte Nacht eine extra Schicht im Fitnessstudio gemacht. Die haben sich wirklich hassen gelernt wohl. Ja. Oh ja. Hey, ich dachte, Anabolika ist verboten. Vierter Spot. Oh, schon wieder. Und jetzt aber unser Mann. Wie möchte ich ihn dann drücken? Aber das reicht noch lange nicht. Oh, der rennt einfach. Oh ja. Also entweder ist der Wert auf Drogen, Ryback, oder der war wirklich so lange im Fitnessstudio. Also wir haben ein bisschen die Beine. Beide hauen ihre Powerhouse-Aktion raus, ne? Die... Tasten sich nicht erstmal abgucken, wann kann man die erste Kraftprobe machen. Sie hauen beide alles raus. Ja. Ich krieg das Kalin. Ja. Schöner Elbow, jetzt vielleicht auch mal anders. Oder? Nein, wir bringen ihn wieder auf den Boden. Mit dem Backbreaker. Ich habe lange keinen Big Splash gesehen. Oh ja, ist lange her. Ja, jetzt mal auf den Nacken. Ja, genau. Ach, da ist er doch. Ja, da ist er. Come on. Der fünfte, aber immer noch nicht mal bis zwei. Und Ryback hat Lust. Schöner Konter. Und die Leute rasten aus. Ja, und wieder der Splash. Jawohl. Ja. Wenn wir schon dabei sind, jetzt schöner Brawl immerhin. Ja. Jetzt abbogen in ihrem Fanshop, das neue Mark Henry T-Shirt. Eat, sleep, big splash, right back, repeat. Oh, wow, und Fallaway Slam. 200 Kilo Ryback, fliegen durch den Ring. Aber Ryback ist schon angeschlagen, wir sehen es. Die ganzen Big Splashes gehen dann doch auf die Rippen. Ja. Oh ja. Ich bin ja schon langsam eingequetscht. Der neue Finisher von Mark Henry, der... Oh, und die mit welcher What the fuck, dies, Alter. Ryback ist auf Drogen. Und wenn wir schon dabei sind, die nächste Powerbomb. Ich glaube, wenn Ryback dieses Match gewinnt, kann er mit Recht von sich behaupten, dass er der stärkste Mann in SmackDown ist. Also danach, also ich würde danach SmackDown also so wahrscheinlich einen ganzen Let's Play hier haben. Ja, gibt's keine Zweifel. Und so, jawohl, Spinebuster oder auch nicht. Er dreht ihn erstmal auf seinen Schulter. Cover. One, two und die Fans wissen aus. Die Fans rasten aus. Schaut euch die Fans an. Ja. Die eskalieren erstmal. Also das ist ja mal im Gegensatz zu dem Tag Team Match richtige Unterhaltung hier. Was ja, ich wollte gerade sagen, das ist das Gegenteil zu Tag Team Match. Statt das einzuschläfern, ist richtig polarisierend. Wann kam eigentlich der letzte Big Splash? Ja, es wird langsam wieder Zeit. Ja. So, ja. Reversal in den Spinebuster. Nein. Oh. Jawbreaker. Chinbreaker von Mark Henry. Wahrscheinlich das erste Mal in seiner Karriere, dass er einen Chinbreaker zeigt. Ein paar Tritte. So, was kommt jetzt? Konter in den Russian Leg Sweep. Also Ryback hier doch mit Vorteilen. Trotz der vielen Big Splash ist Ryback doch leicht im Vorteil hier. Also Ryback kann wesentlich mehr zeigen, kann wesentlich mehr auskontern. Hier auch. Immer die Schläge, aber auch Mark Henry kann sich gut wehren. Und von Mark Henry sieht man nichts außer, mal ein Spinebuster. Und
Wir alle wissen's. Na, jetzt mal aufs Knie, jawohl. Vielleicht mal was anderes, aber Ryback ist auch eine Taktik, wenn Ryback dann überhaupt nicht mal einen McHenry heben kann durch diese Schmerzen im Knie. Oder im Kreis. Nicht. Schon Nummer 2 in seiner Karriere. Und noch wieder gegen das Knie. Oder Knie, ja. Also McHenry findet langsam ins Match. Backbreaker. Nein, Backbreaker. Kein World's Strongest Slam. Noch jetzt nicht. Legt er sich noch mal drauf. Das Cover. 1, 2, nein. Kickout. Aber auch McHenry ist schon sichtlich angeschlagen hier. Die beiden schenken sich auch nichts. Batt ins Gesicht, immer wieder ins Gesicht. Nächster Whip-In. Gibt's den nächsten Spinebuster? Nein! Thrust Press. Und boah. Bumm. Er hämmert und ihn einfach auf den Boden. Bumm. Ich glaub, mit so einer Offensive von Ryback hätte selbst McHenry nicht gerechnet. Eben. Nächster Two-Count. Also wenn das Match nicht mit einer Gehirnerschütterung von McHenry oder ein paar angeschwollenen Rippen von Ryback endet, dann weiß ich auch nicht. Also ich... Wow. Der nächste Fallaway Slam. Also ich muss sagen, ich hätte das Match nicht so gut erwartet, wie es im Endeffekt ist. Gefällt mir gut, das Match. Oh ja. Ja, das ist nice. Kann auch sein, dass es an dem schlimmsten Match vorher lag, aber es gefällt mir gut. Ja, es gefällt mir sehr auch. Hätte ich nicht gedacht, dass Qualität auf Ryback das Match. Treten. Aber setzt zwei danach. Kontrahenten, die und sich das schenken, Spine. Beide ganz gut sind. Wow. Also Ryback zeigt ja echt mehr, als ich von ihm warte. Oh ja. Kann ich nur sagen. So langsam übernimmt Ryback hier die Kontrolle. Und nächster Fallaway Slam. Jawohl. Ach, schmeiß den Henry durch die Luft, als wäre es ein durch den Ring, wie Ryback Lust und Laune hat. Als ob das nicht Mark Henry wäre, sondern, keine Ahnung, Rey Mysterio. Ja eben, natürlich. Wenn man okay, nächste Woche bei SmackDown, Ryback gegen Rey Mysterio. Ich möchte anmerken, da gab's gerade den Meat Hook Clothesline. Nein. Und McHenry mit einem Kickout. Selbst der Meat Hook reicht aber noch nicht, um einen McHenry bis 3 auf den Boden zu halten. Geht's auf die Schultern? Noch nicht. Konter. Ja, das ist auch möglich. Holt wieder aus. Was hat Henry vor? Henry vor? Ja, McHenry. Auseinander. Nicht unser Kommentatorenpool, was soll das denn? Das ist kein No-DQ-Match hier, kein Extremes. Also guck mal, wir beide müssen hier schon aufstehen, dann ist gar kein Arbeitsplatz mehr. Ne? Ja, ne? Sicherer Arbeitsplatz, was ist das denn? Ich muss mich ja mal bei Kelly McMahon beschweren hier. Ja, genau. Keine Arbeitsschutzmaßnahmen. Möcht mal Lohn. Was, Gefahrenzulage? Was gibt's nicht? Tut ich krieg nur eine Mille pro Tag, ich möchte zwei Mille pro Tag. Was? Der Junkyard-Dog hat angerufen. Quasi. Cover one, gewisse Parallelen one, gibt's one two. Na, ja. Los. Also der Ryback ist nach einer Kopfnuss, das zeitlich gesegnet. Wow. Das wäre so traurig. Nächster Trill. Das wäre richtig traurig, wenn man sich das Match so anschaut. Ja. Und? Oh, und der Shellshock. Ja. Oh mein Gott. Shellshock. Der Henry stemmt. Er schafft es. Und gewinnt hier Ryback. Und er geht, oh, er geht durch, der stellt doch das Cover. Oh, was denkt er, war's das? One, two, three. Sehr schön. Ryback gewinnt verdient. Ja. Oh, ja, Ryback ist somit der stärkste Mann in SmackDown. Das völlig zu Recht nach diesem Match. Apropos, ja. Big Splash. Ja, ich bin enttäuscht von McHenry. Viel zu wenig Big Splashes. Ja, ne? Nur 5 Stück, hallo? Das ist viel zu wenig. Also die Highlights waren wesentlich mehr Big Splash. Ja, genau. Replay, bitch. Big Splash. Ja. Und eine Powerbomb. Ich hab's ja gesagt, ab morgen in ihrem WWE-Shop das neue T-Shirt. Eat, Sleep, Big Splash, Ryback, Repeat. Oh ja. Und der Shellshock am Ende. Oh. Dass man keine Powerbomb von Ryback gesehen hat, eben hier in den Replays. Oh, sei komisch. Und der Sieg. Das war's. Sehr schön. Tolles Match. Ein guter, richtiger Einstand in den Pay-Per-View dann. Oh ja. Auch wenn das Kommentatorenpult wegen nichts abgeräumt wurde. Ja. Aber mal schauen, wohin Ryback diesen Sieg bringen wird. Ja. Dass Ryback jetzt damit anfangen kann. Vielleicht hat er uns ja so beeindruckt, vielleicht kann er mal in Richtung World Heavyweight gehen. Oder European Title. Oder vielleicht kämpft er allein gegen Axl Rose. Richtung European hat mir ja auch mal was in Richtung Rey Mysterio angedacht. Vielleicht gibt es ja wirklich nächste Woche bei SmackDown das Match Ryback gegen Rey Mysterio. Schauen wir mal. Wer weiß. Wer gewinnt da wohl? So, letzte Match halbe Stunde. So, das erste Match halbe Stunde, das zweite Match 10 Minuten. Mal schauen, was das dritte Match ist. Gute 10 Minuten auf jeden Fall. Ja. In den 10 Minuten war mehr drin als in der halben Stunde. Ja, mehr Qualität als im halben Stunden Tag Match.
Und als nächstes haben wir unser erstes Titelmatch, was auf dem Programm steht. Das seht ihr aber erst im nächsten Part von WWE 2K15 vom Universe Models und von Backlash. Feed me more! Bis dann. Ciao.